Was ist der Mensch? Ich zeige dir hier einen kleinen Ausschnitt aus meinem Film Das menschliche Manifest, die Freiheit. In ihm gehe ich der Frage nach, was mit uns Menschen geschieht hier auf der Erde in dieser Zeit. Und ich lade dich ein, den ganzen Film anzuschauen, den du auf meinem Kanal finden kannst. Mit dieser kleinen Vorrede gehen wir jetzt zu der eigentlichen Frage oder nähern wir uns der eigentlichen Frage an. Was ist der Mensch eigentlich? Wir nehmen uns wahr, halten uns für selbstverständlich, aber eigentlich ist da noch viel, viel mehr dahinter. Wir sind etwas ziemlich Besonderes. Die Inder haben ein Sprichwort: Gott schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und erwacht im Menschen. Das Besondere ist, dass wir Bewusstsein haben. Tiere können fühlen, wir können auch fühlen, aber wir können uns unserer selbst bewusst sein. Wir beginnen zu verstehen, dass wir sowas wie Freiheit haben, einen freien Willen und aber auch einen Willen zur Freiheit. Wir haben nicht bloß einen Instinkt, sondern wir haben auch einen Willen, der uns Handlungen durchführen lässt, um die Freiheit zu halten oder die Freiheit zu leben und auch die Freiheit zu erkunden. Was ist das eigentlich? Man kann verschiedene Aspekte des Menschseins zusammenbringen. Wir sind ein physisches Wesen und wir haben tierische Triebe und Instinkte, aber wir haben auch eine Seele, ein Gefühl einer Individualität, die auch gelebt werden will. Ja, jeder von uns ist anders. Wir haben eine spirituelle Seite, wir suchen nach dem Sinn. Und wir atmen und sind so eingebunden in einen ständigen Fluss des Geben und Nehmens. Unsere Gesundheit ist ein selbstregulierendes System, was mit den Mitteln der Natur eigentlich arbeitet. Wir sind ein soziales Wesen, was also sich in unserem Familien- oder Gemeinschaftsleben auswirkt, darstellt. Wir können eigentlich nicht alleine existieren. Wir haben die Fähigkeit zu fühlen. Und auch mitzufühlen. Wir haben das Mitgefühl. Wir können uns in das Leben einfühlen, in Lebewesen um uns herum. Und wir fühlen uns auch tief drinnen verbunden mit der Schöpfung und mit der Natur, mit allem, was ist. Der Mensch erkundet seinen Lebensraum und sucht ständig danach, ihn zu erweitern. Er hat eine Sprache, um seine Gedanken zu formulieren und um das auch auszudrücken. Und er nutzt das, was innerlich in ihm vorgeht, und drückt es nach außen aus. Ja, wir drücken das aus durch unsere Kleidung, durch unsere Frisur, durch unsere Handlung, unsere Gesten, Worte und aber auch Kreativität in allen Richtungen. Wir formen aktiv die Umwelt um uns herum. Und wir haben noch eine Besonderheit. Wir laufen aufrecht und verbinden so Himmel und Erde in uns. Wir können uns selber reflektieren. Wir können auch unsere Position im Universum oder in der Welt hinterfragen. Und wir können auch eine Realität aus verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachten. Wir sind nicht daran gebunden, nur aus einer Perspektive zu schauen, sondern wir können zeitlich drumherum wandern, wir können überlegen, wo führt das hin, und wir können mit unserem Bewusstsein in alle Richtungen hindurchgehen. Wir können unser Selbst bewusst werden und wir sind weit über die physische Erscheinung hinaus wirksam. Ja, der physische Körper alleine. Wir brauchen Kleidung, um überleben zu können. Wir haben auch keine Krallen, um jagen zu können. Unsere Augen sind nicht die besten. Rennen können wir auch nicht so gut. Wir können das alles trainieren. Oder wir können uns Werkzeuge schaffen. Aber mit unserem Bewusstsein, mit unserem Geist. Und das geht weit über den physischen Körper hinaus. Ja. Viele Strecken, die wir heute zurücklegen, tun wir mit Autos, mit Fahrrädern, mit Flugzeugen oder was auch immer. Dinge, die wir in unserem Geist erschaffen haben, die wir uns erdacht haben. Ja, wir haben also die physische Form haben schon weit transzendiert. Und wir besitzen eine unendliche Kreativität. Wir können erschaffen nur um des Erschaffens Willens, weil es Spaß macht. Ja, es geht nicht darum, ein Nest zu bauen. Da sind Tiere auch kreativ. Aber wir malen Gemälde, weil wir unsere Innenwelt ausdrücken wollen. Oder wir singen Lieder,
Wir unterhalten uns über Lieder und. Wir sind so kreativ. Wir können also physisch etwas erschaffen. Wir können auch mental erschaffen, uns Gedankenformen ausdenken. Schau dich um, wie viele Bücher es gibt, wie viele Romane, wie viele Geschichten sich erzählt werden, die sich alle Menschen ausgedacht haben. Und wir haben ein warmes, mitfühlendes Herz, das uns mit dem ganzen Leben verbindet. Auch das haben alle Tiere, aber bei uns ist es was Besonderes. Wir können das auch wahrnehmen, wir können das unterscheiden. Wir können uns dem Herzen vertrauen oder von dem Herzen abwenden. Das eine ist der physische Körper, den du siehst. Das andere sind die Felder, die weit darüber hinausgehen. Ja, du hast vielleicht schon mal die Begriffe von Chakren, von Aura, von Energiefeld gehört. Und wir haben ein Herz, das hat ein Energiefeld von ungefähr 9 Metern Durchmesser. Und wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen, durchdringen sich die Felder und es findet eine Kommunikation schon auf der Herzebene statt, ohne dass ein Wort untereinander gesprochen worden ist. Wir kommunizieren über das Herz mit unseren Mitmenschen, aber auch mit der Natur, wenn unser Herz offen ist. Alte Schriften erzählen von einem Lichtkörper, der Merkaba, die ungefähr 20 Meter im Durchmesser hat. Also, du bist 2 Meter groß und 10-mal so groß ungefähr ist das Feld, was über dich und um dich herum ist. Und dann gibt es noch eine Ebene, ich nenne es mal der kosmische Mensch. Wir sind nicht nur diese physische Erscheinung, sondern unsere Erscheinung geht weit, weit darüber hinaus. Was meine ich damit, wenn ich von dem kosmischen Menschen rede? Das eine ist unser physischer Körper und das andere ist unsere Seele. Und die Seele ist viel, viel größer. Man könnte sagen, sie kommt nicht aus dieser Welt. Wir haben das Bewusstsein für größere Räume, wir haben Sehnsüchte nach anderen Welten und möglicherweise auch Erinnerungen. Wir haben einen inneren moralischen Kompass, eine innere Stimme oder ein Gewissen, was uns sagt, was richtig oder falsch ist. Wir haben, wie schon gesagt, die Fähigkeit des freien Willens. Das ist auch etwas, was einmalig im Universum oder sagen wir hier auf der Erde ist. Und wir können uns mit unserem Bewusstsein durch ganz viele Ebenen bewegen. Also emotional, gedanklich können wir uns in Welten hineinversetzen, Welten erschaffen und so weiter. Und wir sind sozusagen ein Funke des Universums, was die Fähigkeit hat, sich mit dem großen Bewusstsein, mit dem großen Universum zu verschmelzen. Vielleicht hast du schon mal so Momente gehabt, dass Gefühl des Einsseins mit allem. Und man könnte fast meinen, und alte Schriften erzählen davon, dass das möglich ist, dass der Geist in die Materie einfließt und die Materie wieder befreit oder sich selber mit der Materie wieder befreit. Wir sind aber auch in der Lage, uns völlig zu verlieren in der materiellen Welt, völlig unsere kosmische Herkunft zu vergessen. Und ganz unterzugehen, aufzugehen, zu versacken, versumpfen und den kosmischen Funken zu verlieren. Die spirituellen Schriften weltweit erzählen davon, dass der Mensch ein Abbild des Universums ist. Dass das Universum sich in uns wieder abbildet. Und der Mensch als eigentliches Wesen ist so wie jedes andere Lebewesen, heilig. Was meine ich, wenn ich sage heilig? Heilig ist etwas ganz Besonderes. Heilig ist ganz oder erhaben. Möglicherweise das Gefühl, was du hast, wenn du einen Baum siehst oder eine Naturlandschaft. Heilig an Kraftorten, an Orten, wo du Berge siehst, Täler, die die Natur geformt hat, die dich tief innen berühren, wo du sagst oder wo du das Gefühl hast, dass es viel, viel größer ist, dass das nicht Zufall sein kann, wo man das vielleicht wieder spüren kann. Die unendlichen Ozeane, die Berge, was, alles, was es hier gibt auf diesem Planeten, können dir vielleicht so eine kleine Ahnung davon geben, was heilig ist. Oder der Moment, unter dem Sternenhimmel zu stehen und die Milchstraße zu sehen. Die ganzen Sterne, Galaxien, was da außerhalb von uns ist, ein Blick in die Plejaden,
Ein Blick durchs Fernrohr in die Milchstraße oder in fremde Galaxien öffnen dir vielleicht so eine Ahnung davon, was heilig ist. Und neben diesem ganzen Wahnsinn, den wir hier in unserer Gesellschaft fabrizieren, zelebrieren und, wenn man einen Schritt zurücktritt und mal von außen schaut, könnte man sagen, trotzdem ist der Mensch heilig. Shakespeare hat das mal ganz wunderbar geschrieben im Hamlet, welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, wie unbegrenzt an Fähigkeiten, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig, im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott, die Zierde der Welt, das Vorbild der Lebendigen. Aber was ist passiert? Möglicherweise lachst du bei diesen Worten. Denk mal an die Geschichte zurück, die ich dir am Anfang erzählt habe über den Narzissmus. Vielleicht hast du es selber erlebt, vielleicht in deinem Bekanntenkreis, ein Mensch, der ein schöner Mensch gewesen ist, gerät in die Fänge einer solchen toxischen Beziehung und verliert seine Spur und verliert seinen Kontakt zu sich selber und verkümmert. Und du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will. Das, was der Mensch ist und das, was hier gelebt wird auf der Erde, sind zwei verschiedene Welten. Also muss irgendein Haken drin sein. Irgendwas ist hier ganz komisch gelaufen. Wir sehen, wie die Menschen mit der Natur umgehen, so als hätten sie vergessen, wer sie sind. Und manchmal, wenn man einen Partner in so einer Beziehung sieht, wie er sich selber aufgibt und du möchtest ihn retten und du kannst es eigentlich nicht tun, gibt dir vielleicht eine Ahnung, dass es irgendwas miteinander zu tun haben könnte. Diese Geschichte und der Mensch. Das war ein kleiner Ausschnitt aus meinem Film Das menschliche Manifest, die Freiheit. Du findest den ganzen Film auf meinem Kanal und ich würde mich freuen, wenn du mir ein Gefällt mir dalässt und diesen Ausschnitt oder diesen Film an deine Freunde und Bekannten verteilst. Du darfst auch gerne meine Arbeit unterstützen über PayPal oder über meine Bankverbindung, die ich dir unten einblende. Ich danke dir sehr dafür.